Ja, ich war ganz vom Hock, als ich heute Morgen meinen Account angeschaut habe, mein Depot und die Gazprom mal wieder auf die 5 Euro zurückgestolpert ist. Ja, mit aktuell 266%. Ja. Naja, es ist schon recht erstaunlich, wie doch sozusagen sich die Prognose sozusagen dann doch bewahrheitet. So wie ich es mir eben vorgestellt habe, dass sie letztendlich, dass wir so bis zu 5, bis zum Preis von 5 Euro, also dass man dort sozusagen hinstolpern. Jetzt wird sozusagen die 5-Euro-Marke halt zum zweiten Mal getestet. Und wenn wir hier nochmal, ich kann es einfach nicht oft genug machen, weil der einfach sehr gut funktioniert, mittellangfristig hier. Das ist dieser 200er Average. Ja. Und mehr brauchst du da auch nicht. Also wirklich, wie soll ich sagen, jemand, der insgesamt nicht so viel Ahnung hat, kann hier meiner Meinung nach getrost einen Sparplan in monatlichen sozusagen machen. Wir haben hier nach wie vor, ich glaube, so an die 8% zur Dividende, je nachdem, in Prozent. Natürlich hängt immer davon ab, wo gerade der Kurs steht, ist auch ganz klar. In Geld wird es meiner Meinung nach voraussichtlich sowas um die 40 oder 50 Cent je Aktie sein. Das wären jetzt aktuell bei 5 Euro wahrscheinlich so zwischen 8 und 10%. Aber da ist noch ein Weilchen hin. Schauen wir mal, wie sich der Kurs bis zum Sommer eben dort entwickelt. Ich bin auf jeden Fall sehr guter Dinge. Und die zweite Aktie, die ich noch mit reinnehmen möchte, die eigentlich letztendlich fast identisch aussieht, ist die Luke Oil. Ja, gleiches Feld, gleiches Land, ja. Da habe ich nicht ganz so viele Stücke und auch nicht so einen massiven Sparplan. Aber auch hier gibt es, glaube ich, über 5 oder 6% Dividende. Wie gesagt, auf ein Prozent hin oder her, solche Sachen sind mir relativ egal, weil sich das sowieso relativiert immer mit dem Aktienpreis. Ja. Also, und insofern finde ich zwei sehr interessante Aktien, die man doch ansparen kann, wo man doch getrost noch sozusagen, also so mal ein bisschen traditionellere Energieunternehmen, wo man noch getrost sagen kann, okay, das ist relativ safe, wenigstens noch auf den kommenden, ja, sagen wir mal, 5 bis 10, 15 Jahre auf jeden Fall noch. Wie gesagt, meine Gewichtung ist wesentlich stärker auf Gazprom als wie Luke Oil. Das sind so meine zwei, in Anführungsstrichen, russischen Aktien, die ich eben habe. Recht viel mehr russische Sachen habe ich dann auch nicht in meinem Portfolio. Aber hier nur mal kurz ein Update hier zu geben. Und dann wünsche ich euch eine super schöne Woche. Bis dahin und seid busy. Ja? Nutzt die Krise, um hart zu arbeiten. Dann werdet ihr nach der Krise umso besser wieder hervorkommen, umso wettbewerbsfähiger, umso wohlhabender und so weiter. Bis dahin, euer Thomas Klein.